Oh, ich muss hier raus. Hallo YouTube, hallo Abonnenten. Ich bin es, euer Miami Rice und ihr seid hier bei einer weiteren Folge GTA Online heißt blablabla Gedöns Dingens. Ja, und außerdem auf meinem neuen YouTube-Kanal Miami Squad. Und ich mache das heute ganz alleine, weil alle anderen mögen mich nicht. Nee, die sind doch alle nur noch aus Kulanz in der Party. Wir können cool YouTuber in der Party sein wollen. So. Ich bin schon mal im Apartment. Ich werde ganz schön alt, Mensch. Meine Haare werden langsam grau. Nahm er auch an, zu vielen Gewichse liegen. Oh, ich bin auch dabei. Yay. What? Servus. Was war das? Was denn? Was war das? Es klang, als hätte jemand gefurzt. Am Arsch. Wortwörtlich. Das klang mehr wie ein Maschinengewehr. Der Maschinengewehrfurzer. Schieß mit Pikett auf euch. Weil ich einfach mal überall Blutflecken auf dem hab. Oh, ey, man kann hier nicht mal ordentlich nach Pornos mit dem Smartphone suchen, da klingelt's an der Tür, ey. Okay, well done. You should take this up for a living. Hi. Progress here. Like I said, nothing complex or. Guck mal, hier ist wieder das Gesindel da. Dann wird doch mein Kühlschrank leer. We are going to borrow something off the Navy. Ah, quatsch doch nicht so viel. Was sollen wir klauen? Mann, ein Spielgerät. Was ist ein Hubschrauber? Ein EKG. You are going to bring the plane here. We're going to unload the EMP, sell the plane to fund the rest of the operation right up the. Also bei 1 fangen wir an. Bei 2, ey, das ist doch voll. Guck mal, wo 4 ist. Wer macht denn die 4 dann? Ich flieg dann nicht nach 2 und 3 runter zur 4 und gehe dann wieder hoch zur 5. Great, good, call me. Nee, nicht gut. Ach so, ja, mit dabei ist das Gerät. Der Morufo. Und der Baum. Hallo. Baum, du musst männlich klingen. Also, Baum. Hallo. Nein, warte. Hallo. Baum. Baum. Ich bin's, euer Baum. Das klingt eher wie so ein Erklärbaum. Ich bin's, der Baum. Liebe Kinder, ritzt nicht eure Herzen in mich rein. Das tut weh. Hört ihr mich? Hallo? Ja, ja. Nee, doch nicht du. Ich komm immer als Letzter raus. Ich fühle mich gemobbt. Ja, der Baum ist halt, ne? Immer besser als Gewinner. Hey! Und wir immer wieder. Na? Ist das jetzt meiner? Ne, das ist ja nicht mal meiner. Meiner! Der Pinke ist meiner! Ja, genau. Oh, leck mir die Eier! The EMP is out at sea, but get over to El Burro Heights. Ey, wo ist meine Farbe? Da steigen wir bei einem kurz ein. Na, dann steig einfach bei mir ein, bei mir bist du sicher. Ich bin hier der Einzige, der noch mit einer normalen Karre rumfährt, weißt du? Alle anderen voll abgehoben mit ihren Lambos und so. Ja, wir können uns halt gleich. Ich seh den Skate, wie er schon hier rumknatschert beim Waffenladen. Die Munition. Ich mir glaube ich nicht leisten. Ja, dann könnt ihr aber nicht so viel Scheiß auf die Straße liegen lassen, ich knall wieder nur hin. Ausweichen. Das ist alles der Miami ja. Vor mir. Ich würde schwer werden, ich scheiße. Ich fahre halt auch nur den Baum hinterher, also so ist es nicht. Ich fahre auch nur dir hinterher. Nicht so schnell fahren, wir kommen nur hinterher. Steck fest. Begib dich zum Ding. Ding, oh, Ding. Ey, wisst ihr, er weicht kurz vorher aus. Okay.
What the fuck? Short timing. Hey, ich werd hier. Werd hier gemobbt? Mensch, ja. Hast du gesehen? Und vor allem. Das waren die Minions. Jetzt wollte ich gerade sagen, zack, hab ich euch wieder geholt. Wer kann ein Boot fahren? Ich kann ein Boot fahren. Und ihr? Wer kann ein Boot fahren? Ist jetzt ja nicht so schwer. Ja, Bootfahren ist jetzt nicht so die Hardcore-Disziplin. Eher schwieriger hier runterzufahren, ohne irgendwie Vollcrashen zu gehen. Miami Rise. Super, super gemacht. Sehr gut. So viel zum Thema zensam Teamleben. Sehr gut, Alter. Also, ich hab ja eigentlich gedacht, dass... Also, wenn ihr euch fragt, wieso brauchen die immer so lange für eine einzelne Mission, da habt ihr... Wer steigt jetzt bei mir mit ein? Naja, ihr müsst alle bei mir einsteigen. Ach so. Super. Das Geld hat keinen Bock auf Loben. Und trotzdem bin ich eher drin im... Ey, ist ja geil. Grün, schick. Fällt mir. Auf Morofu warten. Morofu Monster jumpt da runter, die Klippen. Bam, jetzt sofort. Nee, mach das nicht. Das habe ich schon getestet, das geht schief. Ich habe extra mein Auto geopfert. Meine Versicherung an. Nee, bevor der meinen Platz ganz vorne wegnimmt. Der Morofu ist der Nadel. Ach so. Vielleicht. Nadel setzt sich vielleicht hin. Aber nur vielleicht. Hallo. Ich will hin mit. Ich bin der Baum. Es geht ab. Ich hab eine harte Rinde. Zum Hinsetzen. Oh Gott, das wird eine lange Folge. Bis okay. Einer hinten in die Schiffsschrauben kommt. Drückst einfach Y. Wir haben kein Teamleben mehr. Ach, wir müssen hier raus. Hey. Na, was machst du? Wenn das scheitert, ja, ist derjenige schuld, der gestorben ist. Nicht derjenige, der das Teamleben verbraucht hat. Macht jetzt nicht schon Lärm oder sowas? Nichts gemacht. Miami? Ich hab Delfine gejagt. Alle ernsthaft, hör auf Zeug runter zu werfen. Alter, wie fucking weit weg. Ach, ist du Scheiße, seht ihr, was das ist? Habt ihr das schon mal gesehen, was das ist? Das ist das Ding, oder? So. Brot. Das ist ein Flugzeugträger. Du kannst auch kaufen nach der Mission. Also, du kannst ein Flugzeugträger kaufen. Ich ein Flugzeugträger. Alter! Wie den Flugzeugträger denn auch? Wir sind doch unauffällig sein. Huch! Aber das haben die bei Titanic auch so gemacht. Ja, Titanic war auch nicht so... Aber wie ist Titanic ausgegangen, hä? Ja, okay. Was ist dein Schiff? Die hässlichsten haben überlebt, Skate. Da kannst du dir schon mal sicher sein, dass der gut rauskommt. Da müssen wir hin! Super, da oben sind schon Gegner, ne? Fahren mit anderen Spielern, 200 RP. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Na, Litzer, ernsthaft. Kann ich. Fahr doch mal drin rum. Nein, nicht so eine reinfeuern. Nee, ich glaube echt, dass wir hier hoch. Muss irgendwie eine Leiter oder so sein. Schaut's mal hin. Keine Ahnung, wie wir hier hochkommen. Oh, ist das eine schöne Nacht. Hier. Hier geht's rein, guck. Ach, da oben sind gleich Gegner, gell? Wie kriegen die Ego-Perspektive wieder raus? Du wegdrückst. Schleck. Alter, weg. Frage, kann ich in den Jet einsteigen? Warte. Oh, Pro mit ein. Der Walle. Ich nehme mal kurz die Panzerung rein. Schießt er nicht? Warum schießt er nicht?
ja nicht an meine Deckung. Komm schon. Und Morofu fragt sich, warum er die ganze Zeit Pause kriegt. Müssen wir wirklich hier rein? Ist ja echt ein geiles Level auch. Immer mal hier diese ganze Kacke nebenbei aufnehmen, ne? Müssen wir echt hier rein. Ich mache immer mal so ein bisschen Pre-Fire, ne? Da lebt noch. Das habe ich natürlich gewusst. Ich habe nur mal meinen Team testen. Gott, Alter. Ich muss aufpassen, Leute, ne? Miami, du bist doch ein guter Pilot, oder? Ja. Können wir viel Spaß beim Starten von dem Flugzeugträger. Wir anderen, wir hauen jetzt quasi dann einfach ab. Wir jumpen zum Boot, das steht da am anderen Ende. Alter! Senkrechtstarter. Alter, ist das krass. Ey, ich muss hier auch noch was machen. Na, Happy Birthday, ey. Pass auf. Ich sehe die Jets halt nicht. Ich kann da echt nichts machen. Wir können Jets, mit denen wir einsteigen, nicht so einsteigen können. Wir müssen mit Lenkrad gehen. Ach, Jets. Dann können wir nicht einsteigen und helfen. Mal wieder zu uns her, Miami, dass du zu uns herlockst, jetzt müssen wir mit dem Lenkrad wegballern können. Alles klar? Leute, steigt hier einfach in den Jet und helft ihm. Wo ist denn hier, Jet? Hier hinten. Scheiße! Oh, fuck! Oh, fuck! Okay, wir müssen alle einen Jet nehmen, alles klar. Ich hab nicht gewusst, dass noch mehr Jets da sind. Gehen da hinten, ja, ja. Also, ich bin Kill, ich kann nicht fliegen. Kann auch nicht fliegen, aber man kann. Aber wir schaffen das. Fuck! Ja, das schaffen wir schon. Na, einen Versuch hast du mit Abstürzen. The switch on the stick swaps between vertical and horizontal jets. They've got the Hydra. Scramble jets. Scramble jets. Hat jetzt keiner gesehen? Also hier bei mir kommen jetzt die ersten roten Punkte. Ja, bei mir auch. Flieg einfach mal da jetzt. Alter, ist das geil. Begleitet ihr mich jetzt noch? Was? Ach, der Prinz ist ja beigetreten. Hallo, Prinz! Wenn du ein bisschen langsamer fliegst, dann können wir dich noch einholen. Ach, Brenner. Das ist eine coole Mischung. Geht das? Ja, du musst doch auf den Flugzeugträger rauf und Jet klauen. Das ist richtig cool. Und diesen gepanzerten MG-Wagen klauen. Das dritte Raubüberfall, ist das eigentlich schon? Ja, das Ding ist auf jeden Fall richtig nice. Den, wo ich gestern spielen wollte und nicht spielen konnte, weil ihr nicht wolltet. Ja,
schon, dass ihr die Mission nochmal mit mir machen dürft, wenn ich die auch unbedingt mache. Ja, ja, klar. Ich bin jetzt hier ich warte noch auf den nach Miami gerade. Nein, ich hab's spielen! Oh, na, das stirbt einfach nicht, okay? Oh, das lässt sich nicht mal enden. Aber jetzt nicht nochmal sterben, das wird jetzt übel. Oh, ich bin drauf. Alter, ey, passt auf, ja? Das ist eine Danger Zone, mein Amigo. Na, no. Ich wollte es nur ein bisschen spannender machen. Ja, genau. Hallo. Ja, meine lieben Gäste, wir haben gelandet. Ihr könnt jetzt eure Gurte entspannen, einen Furz lassen und der Security, der Bedienungsdingens auf Marsch bauen. Den Flugbegleitservice bitte nicht vergewaltigen auf den öffentlichen Toiletten. And getting it into humane labs, so we can turn the. Careful with that thing. Ich hab's im Hintergrund gesehen, wie die erstmal das Scheißding fallen lassen. Massenvernichtungswaffe, boom. Alles weg. Details are on your board. Your board. Das fällt aus. So, darf ich den Jet jetzt behalten? Der gehört doch jetzt mir, ne? Der Flugbegleitservice hat sich... Ja, Platin! Der Flugbegleitservice hat sich beschwert, weil jemand nicht gezogen hat und sein Brikett jetzt noch quer in der Lufttoilette liegt. Wir hatten schon wieder hier Kupfer gesammelt. Also du machst das super. Einer muss ja den Bronze nehmen. Also, er war nicht der Baum! Hier, ey, warum zeigt er uns immer beim Kiffen und dann, wenn die Kamera an. Wir haben nichts gemacht. Jetzt wollte ich den gerade vergewaltigen. Ich meine, Hey. Was sind wir alle im Passivmodus? Was seid denn ihr für Pussys, ey? Ich bin nicht im Passivmodus. Auch nicht, ich bin im Hardcore Rage Deathcore-Modus in Titanfall. Da bin doch nicht ich im Passivmodus. Nö, ich bin nicht im Passivmodus. Es ist der Scarehead, der im Passivmodus ist. Warum bleiben wir so stehen? Was machst du? Nein. Was willst du machen? Wirklich. Oh. In your face. Danke für den Einsatz. Ich kann nicht. Komm, Nadelsch, steig schnell ein. Los, bevor das Pack kommt. Was machst du mit dem Auto? Wir schnappen uns jetzt. Hallo. Nein! Ey, Nadel, ich geh doch gut mit deinem Fahrzeug um. Ich geh doch ganz gut mit deinem Fahrzeug um, so ist es doch nicht. Ja, ich bin halt immer nur mit dem Fahrzeug, jetzt muss ich mal schon schauen, ob man das Flugzeug kaufen kann. Das wär's jetzt. Ja, und dann bauen sie jetzt sicher. Ja. Wir haben drei Runde. Musst du nur 1 Million Euro investieren in das Spiel und dann kannst du dir den kaufen. Das hat doch mal keinen Sinn, dass du nicht kaufen kannst, das Flugzeug zu Ende. Scheiße, ich glaub gar nicht, was wäre das für ein Murks? Wie das aussehen würde, ein fucking Flugzeugträger. Was willst du dann in GTA mit dem anstehen? Aber Tatsache, man kann sie echt kaufen. Kampfjet kaufen. Nein, man kann sie echt. Alter, wie. Nein, die laberst nur.
10 Millionen Dollar. Er versucht es wenigstens, das ist süß. Dir kriegt richtig. Wirklich? Warum? Wollte ich echt nicht erwischen. Jetzt komm mal, ich will nur Fahrzeuge durchgucken, ich stehe da nur dumm da. Ey, da ist so ein Hooligan neben mir gespawnt. Voll der Homo-Hooligan! Ich geb dir gleich Homo-Hooligan. Ey, sag mal! Ein Wort, was man nicht hier sagen darf, wenn es aufgehört wird. Ich wollte gerade eine Bewegungslinie an den blöden Auto packen. Ja, man kann den Flugzeugträger ja wirklich kaufen. Ja, wirklich so. Scheiß Kammer, wo soll man sich. Wieso sollte man sich einen Flugzeugträger kaufen wollen? Man kann. Ja, hier ist die Rede von wollen, hier ist die Rede von können. Man kann ihn nicht kaufen. Genau. Dann nur Unterschied. Willst du mich verarschen? Wieso? Zum Halo-mäßig. Schön aus dem Gelenk hier. Ey, sag mal. Mir Titanfall ein Kampfschild. Ja, so nicht. Oh. Okay, auf den Spaß. So, ich würde dann mal mich wieder auf den Weg ins Hotel machen, wa? Ich hoffe nur dann auch beim nächsten GTA-Update das neue Raumschiff, das rauskommt. Das, wo sie mit Mitarbeit von hier... Wo ist denn jetzt eigentlich der eine Truck da mit dem MG hinten drauf? Bei denen weiß ich, dass man sich das ist eine extrem lange Folge. Sorry, YouTube. Ich mache jetzt hier Feierabend. Bis zum nächsten Teil. Tschüss. Tschüss. Rapid Guardian vielleicht? Wer fährt denn jetzt hier neben mir?